Ja, moin, hallo Leute. Hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Und heute mit einem Werbevideo. Was? Wieso Werbevideo? Also, das Thema Werbung auf YouTube, das hatten wir ja schon mal. Und zwar habe ich ja schon mal irgendwie darüber berichtet, wie das dann ist, wenn man ständig irgendwelche E-Mails kriegt und für irgendwelche seltsamen Dinge Werbung machen soll. Und ich glaube, ja, Andreas Schmitz hat auch schon mal so ein Video gemacht. Man möge ihn bitte in Ruhe lassen mit Windelwerbung und sonst was, was er da alles machen sollte. Gut, aber heute ein Video, das ich auch mal als Werbung markieren muss. Und zwar geht es um die Firma Kostal. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Kostal-Fan. Und wenn dieses Video vorbei ist, wisst ihr auch, dass ich ein noch viel größerer Kostal-Fan geworden bin. Und warum das so ist. Aber ihr wisst ja, ich will immer die ganze Geschichte erzählen. Und zwar, also wie gesagt, nachdem ich monetarisiert worden bin im August, irgendwie Ende August, fing das schon an, dass ich zwischendurch mal so E-Mails bekam. Also da waren dann schon so seltsame Angebote. Da war das aber mehr so, wo man sagt, irgendwie beschiss, also Betrugsangebote, also wo ich davon ausging, na, da ist irgendwie, da will irgendjemand an mein Bestes. Keine Ahnung. Also war mehr Werbung, also so. Und ganz langsam fing das dann an, dass dann einer irgendwie so eine chinesische Firma kam, die wollten, dass ich irgendwelche Kameras vorstelle. Dann kam mal irgendeine mit irgendeinem tragbaren Akku, das ich aber auch nicht gebrauchen konnte, also wo ich auch keinen Sinn dran sah, dafür Werbung zu machen und. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt andere YouTube-Kanäle, auf denen ihr die meisten dieser Sachen sehen könnt, für die ich keine Werbung machen wollte, weil ich auch immer ja keine Links zu diesem komischen Kaufhaus machen will, das so ähnlich klingt wie ein großer Fluss beziehungsweise wie ein Regenwaldgebiet. Und das ist ja für mich, also ich möchte halt einfach nichts mit keinster Weise werben, wo meine Moralvorstellungen irgendwie nicht mit getroffen werden. Diesen Luxus meiner Moral, den möchte ich mir noch erhalten. Deswegen kann ich für solche Sachen auch keine Werbung machen und will ich auch nicht. Gut. Dann kam aber irgendwann im Oktober war es, glaube ich, da habe ich ein Video gemacht, ich weiß gar nicht mehr über welches Thema, da hatte ich in einem Video mal wieder erwähnt, dass ich ja noch eine zweite PV-Anlage bauen will. Also dass es nicht dass meine erste nicht meine einzige Anlage ist und ich ja erhoffe, dass im nächsten Jahr mit mehr PV dann mehr geht und. Das hat zu einer Reaktion geführt und zwar hat ein chinesischer Wechselrichterhersteller mir eine E-Mail gesendet, beziehungsweise das war die deutsche Dependance davon, und hat mir angeboten, ich könnte von denen für diese Anlage einen Wechselrichter bekommen. Eigentlich könnte ich auch den ersten Wechselrichter dann tauschen und auch das Akku tauschen gegen eins von denen. Und die Firma kannte ich nicht. Inzwischen weiß ich, dass es wohl ein sehr großer Wechselrichterhersteller ist, aber wie gesagt, damals kannte ich die Firma noch gar nicht. Ich war ja noch so ein junger, unschuldiger, weiß nicht genau. Ich weiß ja nichts. Und jedenfalls, gut, das hat mich natürlich so ein bisschen zum Nachdenken bewirkt, weil das ist natürlich auch eine Menge Geld. Und aber es ging schon mal aus einem Grunde nicht, und zwar ist mein Hybrid-Speichersystem, also der Wechselrichter mit dem Akku, ja gefördert vom Land Niedersachsen. Und die Haltezeit ist, glaube ich, 5 oder 6 Jahre, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall noch lange, lange nicht abgelaufen. Das heißt, ich kann da nicht einfach irgendwas abbauen und verkaufen oder sonst was machen. Ich könnte es natürlich theoretisch machen, aber wenn ich es dann hier im YouTube breit treten würde und irgendjemand das dann dem Land Niedersachsen und so, könnte Ärger geben. Und ihr wisst ja, ich habe Freunde, die das garantiert sofort machen würden, mich irgendwo anschwärzen, wenn sie es denn raffen würden, dass das ja gar nicht erlaubt ist. Und das wollen wir mal lieber nicht probieren. Also habe ich davon gleich so ein bisschen Abstand genommen. Ich kannte den Hersteller zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so wirklich. Ich hatte mal gehört, dass es den gibt, aber nicht wirklich, wer das ist und. Und ja, da waren auch so ein paar, direkt in der ersten E-Mail schon so ein paar Vorstellungen der Zusammenarbeit drin, wo ich schon gleich sagen musste, nee, also wollte ich eigentlich auch nicht so richtig. Und da muss man dann die Unabhängigkeit ja auch so ein bisschen über die Raffgier stellen. Das ist ja auch immer so ein Problem, wenn man Werbung, wie gesagt, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht irgendwo abgleitet in irgendwelche Abhängigkeiten oder sonst irgendwas. Aber ich habe mir überlegt,
Ich könnte ja mal bei der Firma Kostal anfragen, wie die das denn sehen. Ob die nicht Lust haben, mir einen Wechselrichter zur Verfügung zu stellen für meine zweite Anlage. Und das war eigentlich auch ganz lustig, weil das war so ein bisschen getriggert, weil hat ein Zuschauer hatte unter irgendeinem Video, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da habe ich über Wärmepumpen geredet oder sonst irgendwas und habe, glaube ich, mal im Video gesagt, sowas wie, na, da muss ich vielleicht mal einen Hersteller fragen, ob er mir was zur Verfügung stellt zum Vorzeigen oder so. Und da hat irgendein Zuschauer, einer von diesen etwas gemeineren Kommentaren geschrieben, was ich mir einbilden würde, dass irgend so eine Firma einem so mickrigen YouTube-Kanal, ihr wisst was, so in der Form, nicht? Also irgendwas zur Verfügung stellen würde. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, das probiere ich jetzt mal. Ich bin ja so. Und frag mal bei Kostal, wie es denn aussieht. Ich meine, wie gesagt, ihr wisst das ja aus dem letzten Jahr, da haben ja ganz viele E-Auto-YouTuber Wechselrichter von einer österreichischen Firma bekommen. Und da kann man doch eigentlich auch mal bei Kostal fragen, weil man ja eigentlich, ich weiß gar nicht, kennt ihr noch einen anderen PV-YouTuber, der Kostal-Systeme hat? Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen, ich kenne nur mich in der Hinsicht. Und naja, dann habe ich einfach mal eine E-Mail an Kostal geschrieben. Wie gesagt, damals mit 1400 Abonnenten oder so. Mein Kanal war kleiner als der von Kostal zu dem Zeitpunkt. Und ich hab mir ja gedacht, na gut, mal sehen, ob sie antworten. Das war mal so meine Idee. Mal sehen, was sie antworten und wie sie antworten. Und dann kam eine Antwort, Anfang Dezember, schon ziemlich schnell eigentlich, und dass man da durchaus dran interessiert wäre und sich dann den Kanal nochmal angucken. Wir haben auch nochmal telefoniert. Ich habe mit dem Dennis vom Costal Marketing, Dennis, ich grüße dich mal, telefoniert, der super nett war, also wirklich total locker und easy und also auch gar nicht irgendwie, ja, man hätte ja auch herablassend Reaktionen oder so erwarten können, aber nichts, nein, der war total nett und ist auch ein super Typ, ne? Und Schleim, Entschuldigung. Ja, jedenfalls, wir haben dann so ein bisschen drüber geredet und er hat auch gesagt, er hat sich den Kanal angeguckt. Da hatte ich ihm, glaube ich, hatte denen noch nicht mal einen Link zu meinem Kanal gegeben. Also die haben mich ergoogelt oder so. Und haben sich das ein bisschen angeguckt und fanden das ganz interessant und. Und ja, könnten sich das schon grundsätzlich vorstellen, wollen das aber nochmal ein bisschen intern besprechen und melden sich dann im Januar. Ich dann so gedacht, naja, die melden sich eh nicht. Ne? Das ist ja auch so. Und habe auch gedacht, naja, vielleicht warten Sie auch noch ab, was der Kanal so macht. Und habe ja gehofft, dass ich zum 1. Januar zumindest die 2000 Abonnenten habe, weil dann wäre ich schon so an der Grenze von Kostal Solar Electric, also dem eigenen Kanal von Kostal gewesen. Das hat ja nicht ganz geklappt, wisst ihr ja. Ich hatte wirklich den Ehrgeiz 2000 zu Silvester, aber habe ich nicht ganz geschafft. Okay, hat dann aber ja, ist dann ja relativ schnell gewachsen. Inzwischen sind wir ja bei, ich glaube, 6600 heute oder so, ist ja auch super gelaufen. Gut, aber egal. Trotzdem bekam ich Anfang Januar dann irgendwann die Nachricht von Kostal, dass das okay geht und wir dann einen Vertrag machen, über dessen Inhalt ich natürlich nicht so richtig reden darf. Ist ja immer vertraulich. Und gut, ist aber auch nichts Dramatisches drin. Also ich darf, denke ich, sagen, dass da nichts Dramatisches drin ist. Also eigentlich regelt der Vertrag nur, jetzt rede ich ja doch darüber, soll ich doch gar nicht, oder? Nein. Also eigentlich wird es von mir hier nur Videos geben, die ich wahrscheinlich sowieso gemacht hätte. Nur dann werden halt ein paar davon mit enthält bezahlte Werbung von YouTube oder unterstützt durch Produktplatzierungen durch mich selber markiert. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, weil es ist ja keine bezahlte Werbung. Ich kriege kein Geld. Also das auf jeden Fall, das muss ich mal sagen. Kostal zahlt mir nichts. Ne? Das wollte ich nur sicherstellen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde zukünftig von Kostal bezahlt und werde Staubsaugervertreter. Nein, ist nicht so. Und Kostal-Klamotten und dergleichen werde ich in den Videos auch nicht tragen. Sie haben mir gar keine geschickt. Komisch. Nein, egal. Gut. Also was werde ich da vielleicht für Videos machen? Sicherlich werde ich die Montage des zweiten Wechselrichters, also des neuen Wechselrichters, zeigen. Und ich werde eventuell auch nochmal so ein bisschen zeigen, wie man das Ganze verschaltet. Und auf jeden Fall werde ich dieses Mal zeigen, wie man den Wechselrichter im Kostal Solarportal einrichtet. Das habe ich nämlich beim ersten gar nicht gemacht und habe mich hinterher darüber geärgert, dass ich das vergessen hatte. Wie es denn immer so ist. Und das ist aber eigentlich so einfach. Das wird wahrscheinlich ein Short-Video. Vielleicht mache ich das auch irgendwie zusammen mit einem der anderen Videos. Keine Ahnung, weil ich meine, das geht bei Costa wirklich leicht. Und
ja, keine Ahnung, was dann nochmal kommt und so. Letztlich kommen ja meine monatlichen Videos, wo sowieso immer Kostal genannt wird. Und das ist schon eine ganze Menge Werbung, die ich sowieso schon für Kostal mache, ne? Also ist schon so. Gut, was wird vielleicht noch passieren? Keine Ahnung, weiß ich nicht, in der Zukunft. Vielleicht will Kostal irgendwann nochmal irgendetwas vorgestellt haben, was sie in Zukunft entwickeln und bauen und möchten mir das zur Verfügung stellen, um es vorzustellen. Keine Ahnung, kann passieren, weiß ich nicht. Hallo Dennis. Da ist ja jetzt demnächst zum Beispiel, kommt ja jetzt endlich der Enektor auf den Markt. Ich habe aber noch gar kein Elektroauto, also wäre das für mich auch nicht so interessant. Aber naja, wer weiß, man könnte ihn vorstellen, wenn man es wollte. Aber okay. Das, gut, was bekomme ich für die Zusammenarbeit? Ich meine, das darf ich ja sicherlich sagen. Ich meine, das muss ich gleich, glaube ich, sogar sagen. Also, dass das natürlich, es ist finanziell, wird da nichts gezahlt. Aber natürlich habe ich bekommen das hier ein Kostal Plenticore Super Plus 10 kW Wechselrichter Generation 1. Und ja, der ist schon hier, den habe ich schon. Der liegt also schon. Liegt schon sanft in seinem Körbchen noch zu schlafen. Ich habe den da also auch noch nicht groß aus dem Karton rausgeholt und, weil das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz schön schwer. Das habe ich gar nicht gewusst. Also der Handwerker, der den damals aufgehängt hat, der ging da so ganz locker mit um und ich habe also den selber nicht in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht ist der 8,5er auch leichter. Der bei mir hängt, ist ja ein 8,5er. Aber wie gesagt, der wiegt ganz schön was und ich bin ja nun auch eigentlich kein Hänfling, aber da hatte ich schon gut was mit zu schleppen. Und der kam sogar auf einer Palette, also ja, gut. Solide deutsche Technik, schätze ich mal. Ne? Gut. Jetzt habe ich gerade gesagt, das ist ein G1. Warum habe ich das gesagt? Ja, weil Kostal plant weiter in die Zukunft, in unsere solare Zukunft und hat jetzt gerade zur Intersolar in München einige Sachen rausgelassen, die nicht uninteressant sind. Also, wo ich dann auch wieder sage, da ist Kostal auch ein bisschen zu understatementmäßig drauf. Also, die machen ihre Videos, das sind so ein paar Minuten Videos, die ballern nicht richtig, die ballern nicht so Sensation, weißt du, das ist, die machen das ganz, ganz understatementmäßig, nur die Nachricht, kein Hurra, wir können das. Und zwar, und da möchte ich, deswegen möchte ich mal drüber reden, weil, wie gesagt, das ist der G1, das ist der ganz normale Plenticore, wie wir ihn bisher kennen. In diesem Jahr kommt nämlich noch der Plenticore G2, also die Generation 2. Oder soll in diesem Jahr kommen. Das wurde auf der Intersolar jetzt angekündigt. Und jetzt ist ja die Frage, was kann der G2? Ihr könnt euch natürlich das Video bei Kostal auch noch angucken. Den Kanal verlinke ich am Ende dieses Videos ja. Aber ich kann es euch so ein bisschen grob sagen. Der G2 wird zum Beispiel etwas haben, was schon viele beim G1 vermisst haben. Eine WLAN-Antenne. Das heißt, der G2 wird dann auch über WLAN ansteuerbar sein. Bisher konnte man den ja nur über LAN ansteuern. Musste dann irgendeine Art von Internetverbindung im Hauswirtschaftsraum oder beim Aufstellort haben. Und der G2 hat dann auch eine WLAN-Antenne. Man kann ihn also direkt einbinden. Und was er noch hat, das ist auch ein Unterschied zum ersten. Also meiner hat ja einen Schaltausgang. Man konnte beim Plenticore immer, wenn PV-Leistung da war, konnte man über einen Schaltausgang einen Schütz, das ist wie ein Relais im Auto, einen Schütz bedienen lassen, der dann Geräte ansteuert oder unter Strom setzt, die nur bei PV-Strom, nur mit PV-Strom laufen sollen. Gut, da hatte der Plenticore immer einen. Der neue, der G2, soll davon vier Stück haben, also vier Schaltausgänge. Was ich noch nicht so genau weiß, ist, ob man die parametrieren kann, also ob man denen Werte zuweisen kann, bei denen die schalten. Es gibt einen Hinweis dazu, dass das wahrscheinlich so sein könnte, weil Kostal hat auch das erweiterte Energiemanagement über das Kostal Smart Energy Meter angekündigt. Das Ganze würde dann Sinn ergeben. Vielleicht schreibt jemand von Kostal, vielleicht Dennis, fragst du mal jemanden, ob jemand unter dieses Video einen Kommentar schreibt, ob man das dann kann oder nicht, ob das geplant ist, weil das wäre natürlich, dann wäre es wirklich, dann wäre es rund, dass man sagen kann, der Ausgang soll dann und dann und der dann und dann, zum Beispiel, keine Ahnung, bei voller Leistung da, dann auch die Wallbox oder so, keine Ahnung, also wäre schon super, aber wir werden sehen, was er dann wirklich kann und
Vielleicht, wie gesagt, auf dem Kostal-Kanal könnt ihr das sicherlich sehen. Vielleicht werde ich auch noch mal ein Video dazu machen, wenn das denn rauskommt und wenn das ein bisschen mehr erklärt wird. Auch wenn die Datenblätter vielleicht rauskommen und, und. Gut, das ist so eine kleine Verbesserung des Plenty Core. Ein Problem, das wir oder das einige Leute ja mit Kostal-Hybridwechselrichtern haben oder warum sie sagen, nee, den will ich aber nicht, ist ja, der kann keinen Notstrom. Das ist eben so. Irgendwie haben ja plötzlich alle die Meinung, sie brauchen Notstrom über die PV, wo ich ja schon mal erklärt habe, warum das relativer Unsinn ist. Aber wie gesagt, hat er eben nicht. Und Kostal hatte das aber schon mal in einem Pico. Ich glaube, Pico BA verbessert mich keiner. Und BA, BI, irgend sowas. Die haben ja immer so. Das muss ich echt sagen, das ist mit diesen Abkürzungen. Ich weiß dann auch nicht, warum dann so und so und so heißt. Ist ja auch egal. Da gab es wohl mal Not- oder Ersatzstrom. Und das kommt auch wieder, aber nicht im G2, sondern das kommt dann im G3. Der soll im nächsten Jahr kommen, der Plenty Core G3, ein Hybridwechselrichter auch, also wieder gleiche Art, eben mit Ersatz- oder Notstrom. Aber nicht USV-mäßig, sondern auch ganz normal über eine Umschaltbox oder über einen Handumschalter, was ich wiederum auch gut finde, weil der Handumschalter natürlich viel preisgünstiger ist als eine elektronische Umschaltbox. Also Handumschaltung ist da für mich. Also ich habe mal bei einem Hersteller angerufen, da ging angeblich keine Handumschaltung. Ich finde das schon mal gut, wenn Kostal das tatsächlich möglich macht. Ist halt günstiger. Und ihr wisst ja, Wirtschaftlichkeit zählt. Und für eine Funktion, die man wahrscheinlich niemals braucht, ist es schon gut, wenn man da nicht so viel Geld für investieren muss. Ich nehme mal aber an, dass die ganzen Sachen auch wieder mit Freischaltungsgebühren oder sowas, dass man da sowieso noch ein bisschen was extra zahlen muss, dass das nicht Standard ist. Ich weiß nicht, wie sie das machen werden, aber das werden wir dann sehen. Was noch viel interessanter ist an der Generation 3 des Plenty Core, wird die Leistung sein. Denn angekündigt auf der Intersolar 20 Kilowatt. Das heißt, wenn das denn wirklich so kommt, ist das eigentlich der Wechselrichter, den sich viele Leute wünschen. Ein Hybridwechselrichter für das große Dach. Dass man nicht zwei braucht, sondern sagt, ich baue einen schönen großen Wechselrichter. Von Kostal dann halt. Also, es wurde geteasert, dass der bis zu 20 kW Leistung haben soll und dann natürlich eine enorme Lücke schließt, die wir zurzeit haben, nämlich den großen Hybridwechselrichter. Gut, was hat Kostal noch so angekündigt in letzter Zeit? Kostal hat den Pico CI auf den Markt gebracht. Mit 30 und 60 Kilowatt oder bis zu 60 Kilowatt Leistung. Wie gesagt, könnt ihr euch alles im Costa-Kanal angucken. Hat das erweiterte Energiemanagement angekündigt, wo ich nicht so genau weiß, was das eigentlich sein wird oder bringen wird. Das ist in dem Video auch nicht so richtig deutlich geworden, was sie da eigentlich meinen. Auf jeden Fall die Zusammenarbeit zweier Costa-Wechselrichter. Aber die hat ja wohl bisher auch schon funktioniert. Aber ich nehme an, dass es auch damit zusammenhängt, dass man dann vielleicht diese Ausgänge steuern kann. Naja, und der Enektor soll jetzt wohl endlich in die Auslieferung kommen. Also die, die darauf warten, die sollen wohl demnächst dann langsam mal bedient werden. Das sind so die Neuigkeiten von Costal, die ich jetzt in diesem Video auch nebenbei sozusagen behandelt habe, sodass ich auch mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, also. Was ich an Costa generell halt heiß finde, ist, dass sie diese Nachrichten so ganz sinnig auf ihrem kleinen YouTube-Kanal bringen. Klar, wenn sie auf der Intersolar darüber geredet haben, aber naja, wie gesagt, also gerade dieses, wenn das denn wirklich so kommt, der G3 als Hybridwechselrichter mit 20 kW, dann ist das für mich eine kleine Sensation, weil der für mich viele Probleme bei den Planungen löst. Und ihr wisst ja, zwischendurch plane ich immer noch mal mit Zuschauern ein paar neue Anlagen und so. Und das geht auch demnächst wieder ein bisschen mehr weiter. Da ist der Kostal sowieso immer sehr oft der geeignetste Kandidat, weil er eben 3 MPPT hat. Und wenn die Leute auf den Speicher verzichten können, dann hat man also auch die Möglichkeit, nicht nur das Ost-West-Dach, sondern auch noch die Garage mit zu belegen. Das ist ja immer das Gute bei Kostal, dass man da auch die Möglichkeit hat, den dritten MPPT für einen String zu nutzen und nicht zwingend da die Batterie anschließen muss. Denn ihr wisst ja, der Speicher lohnt sich eh nicht. Gut, Entschuldigung. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein Werbevideo war, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal doch ruhig. Ich werde sicherlich auch, wenn diese neuen Wechselrichtergenerationen von Costa rauskommen, da noch Videos mal zu machen, was die denn so können und wo die Unterschiede zur ersten Generation liegen.
Und ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das andere so weiterentwickelt. Das werden wir dann alles sehen. Wenn ihr den Kanal von Kostal abonnieren wollt, dann könnt ihr jetzt gleich auf diesen großen Kostal Solarelektrik-Button klicken. Und wie gesagt, bei meinem Kanal wisst ihr ja, meinen Gärtner anklicken zum Abonnieren. In diesem Sinne, ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, diskutieren, Daumen. Ciao, ciao.